Katja Glaser hat Literatur, Kunst und Medienwissenschaft an der Universität Konstanz studiert, sowohl den BA als auch den Master dort absolviert und jeweils ein Auslandssemester, einmal in Spanien und einmal in Mexiko, gemacht. Danach hat sie dort in Konstanz mit ihrer Dissertation begonnen und wurde dann sukzessive 2014 zuerst assoziiertes Mitglied im Graduiertenkolleg InterArt der Freien Universität Berlin, sodann Stipendiatin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Graduiertenkolleg Locating Media der Universität Siegen. Dort hat sie dann auch ihre Dissertation eingereicht, die eben 2017 im Transkript Verlag publiziert wurde, Street Art und neue Medien. Wir sehen hier viele Lesezeichen. Genau. Und daraus, also im Wesentlichen daraus wird sie auch quasi heute vortragen. Es war auch ein bisschen meine Bitte, einmal um diesen Aspekt der neuen Medien anzuschneiden, aber auch andererseits, weil sie wie ich finde, sehr schön und bislang fast ausschließlich in ihrem Buch ganz genau auch ein Produktionsprozess von Paste-up und Cut-out beschrieben wird. Und ich dachte, das ist halt auch interessant für unsere Vorlesung. Auf ihrer Homepage finden Sie neben dem Werdegang auch zahlreiche Publikationen, da Katja Glaser eine wirkliche Spezialistin ist, also mittlerweile eben nicht mehr nur für neue Medien und Street Art, sondern auch für Graffiti. Dort finden Sie alle Publikationen aufgelistet, die sie seit 2012, wenn ich das richtig sehe, fleißig hervorgebracht hat. Es sind ganz unterschiedliche, es sind wissenschaftliche Aussätze, Rezensionen oder Beiträge in Zeitschriften. Ich wollte jetzt nur ganz kurz hervorheben, ein interessanter wissenschaftlicher Aufsatz heißt The Place to Be for Street Art. Nowadays is no longer the street, it's the Internet. Der ist erschienen Journal unseres internationalen Forschungsnetzwerkes Street Art and Urban Creativity 2015, ist auch online und Open Access über die Homepage des Netzwerkes zugänglich. Und da kann ich eben auch erwähnen, also ich habe heute noch mal kurz nachgedacht, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ich glaube, wir haben uns tatsächlich bei der ersten Tagung unseres Netzwerkes in Lissabon 2014 kennengelernt, oder? Kann das sein? Ich glaube auch. Schon ein Weilchen her. Vielleicht kann ich eben noch ganz kurz dazu was sagen, dass 2014 eben das erste Mal diese internationale Konferenz stattgefunden hat, wo wirklich also Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Und seitdem finden diese Tagungen jährlich statt, immer Anfang Juli in Lissabon, was natürlich besonders reizvoll ist und schön, einfach aufgrund der Lage. Aber Lissabon ist natürlich auch ein Hotspot der urbanen Künste. Es ist immer sehr interessant, dort auch spazieren zu gehen. Und diese Tagungen werden dann, Beiträge der Tagungen werden dann in der Zeitschrift publiziert. Und daneben gibt es dann auch noch Buchpublikationen, Tagungsbände und so weiter. Genau. Dann habe ich gesehen, dass du wie dein Vorredner Ulrich Blanchet auch zum Allgemeinen Künstlerlexikon beigetragen hat, ja. Nämlich in deinem Beitrag zum Graffiti-Künstler bzw. Writer-Scene, also einer der ersten Stunde aus New York. Und das muss ich mir dann alles nochmal besser angucken, weil man das ja eben ganz gut für die Lehre verwenden kann. Genau. Weiters wollte ich noch erwähnen, Zeitschriften, die eben ganz spezifisch sind für unser Fachgebiet oder Forschungsfeld. Das ist einmal das New Art Journal, das gibt es noch nicht so lange, ist aber auch online Open Access zugänglich. Auch dort hat Katja schon publiziert und daneben eben auch häufiger in Urban Presence, das aber ein Blog ist. Ne? Genau. Genau. Ja.
Auch interessant in Vorbereitung ist zwischen Porträtfotografie, Dokumentation und Action Painting irgendwo da. Über das Porträt illegaler Künstler am Beispiel des Fotografen Ralf Rolze und im Dialog mit diesem. Das soll erscheinen im, in dieser ja, Zeitschrift, kann man sagen, Zugriff, Schriften zum visuellen Ungehorsam von unserem lieben Kollegen Robert Kaltenhäuser herausgegeben. Und ich glaube, da gab es Corona-Probleme, oder? Kommt das ja, an? Ja. Es gab Corona-Probleme, es ist in der Mache, aber ich weiß nicht genau, wann es fertig ist. Ja. Also wir warten da drauf, auf die nächste spannende Publikation. Ein letzter Hinweis, der auch für die Studierenden vielleicht von Interesse ist, auf der Homepage von Katja Glaser sind eben nicht nur ihr Werdegang und ihre Publikation zu sehen, sondern sie hat dort auch das Forschungsmaterial ihrer Dissertation eingestellt, worüber sie heute sprechen wird. Ja, auch ich begrüße Sie hier zu meinem Vortrag an der KU Linz, wie gesagt, wenn auch digital, indem ich sozusagen meine bisherige Streetart-Forschung vorstellen und auch gemeinsam mit Ihnen diskutieren möchte. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung an Ilaria Hoppe und an die schöne Vorstellung eben. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wie Sie schon gehört haben, geht es im Vortrag um dieses Buch hier, das im Rahmen meiner Promotion entstanden ist und sozusagen 5 Jahre einer wirklich aktiven Street-Art-Forschung bündelt. Genau, und es ist im Rahmen meiner Dissertation entstanden an der Universität in Siegen. Wie der Name schon sagt, geht es in dem Buch grundsätzlich darum, wie Street-Art und neue Medien sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, es geht um ein Thema, was natürlich auch für Ihr Institut sehr passend ist und hoffentlich von Interesse und Relevanz. Genau, also ich habe mich dabei grundsätzlich mit Fragen beschäftigt, wie verändert sich Street Art und ihre Wahrnehmung durch soziale Netzwerke wie Facebook, Blogs, Apps und digitale Karten? Findet möglicherweise sowas wie eine Verlagerung von der Kunst von der Straße ins Internet statt? Welchen Einfluss hat dabei die Digitalfotografie und wie wirkt sich diese Gemengelage auf lokale wie auch globale Kontexte aus? Vorab möchte ich noch sagen, dass ich mich grundsätzlich einem relativ eng gefassten Street-Art-Begriff bediene. Das heißt, wenn ich Street-Art sage, dann meine ich tatsächlich auch Street-Art im klassischen, wenn es das gibt, oder engeren Sinn. Das heißt also, ich beziehe mich wirklich auf diese kleinteiligen, sehr figürlichen Arbeiten, die man heutzutage in sehr vielen Großstädten sehen kann. Also es geht dabei auch hauptsächlich um geklebte Sachen. Alles, was ich heute sage, hat nichts mit Graffiti zu tun. Wenn ich Graffiti meine, dann sage ich auch Graffiti. Genau. Genau, grundsätzlich habe ich mir den Vortrag so vorgestellt, dass ich sozusagen mit Ihnen wie eine kleine Forschungsreise durch mein Buch unternehme, also eine kleine Buchvorstellung Ihnen geben möchte. Gleichzeitig werde ich aber versuchen, bestimmte Themen auch an aktuelle Ereignisse rückzubinden. Das heißt, ich bediene mich natürlich hauptsächlich Bildmaterial aus dem Buch, aber wenn es Sinn macht, werde ich versuchen, das an aktuelle Ereignisse auch rückzubinden. Das liegt mitunter daran, dass das Buch 2017 bei Transkript erschienen ist. Das ist einerseits natürlich noch nicht alt, 4 Jahre, aber gerade in so einem schnelllebigen Feld wie der Street Art können manche Dinge eben schon ins Gewicht fallen. Und genau deshalb möchte ich diesen Weg wählen. Ich werde dabei stets versuchen, möglichst dicht am Gegenstand zu arbeiten und die wesentlichen Punkte direkt am Beispiel zu entfalten. Wie schon gesagt, wer Fragen hat, kann die gerne am Ende stellen. Es wird noch genug Zeit für eine gemeinsame Frage- und Diskussionsrunde geben. Gut, dann vorab, um dem Vortrag besser folgen zu können, habe ich eine kleine Gliederung vorangestellt.
Das heißt also, ich folge wirklich chronologisch dem Buchaufbau. Zu Beginn werde ich eine kurze Einführung geben. Dann folgt eine methodische Einordnung. Das heißt, ich werde aufzeigen, wie ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin und auf welche Probleme ich möglicherweise auch gestoßen bin dabei. Dann folgt der Hauptteil mit 6 Fallstudien. Ich steige hier ein mit der Fallstudie zu Facebook. Das bietet oder bot sich zum Zeitpunkt des Buchschreibens besonders an, weil sich anhand Facebook die damalige Lage der Street Art sowohl off als auch online sehr anschaulich beschreiben ließ. Also gleichzeitig wurde da auch deutlich, wer die relevanten Akteure der sogenannten Street Art Welt sind, das heißt, wer diejenigen Menschen sind, die ja letztlich Street Art auch zu dem machen, was sie ist. Dazu zählen die Künstler natürlich, aber auch die Fotografen, Blogger, Passanten und so weiter. Dazu ist zu sagen, dass heutzutage für so eine Studie möglicherweise eher Instagram herbeigezogen würde. Denn Instagram ist heute die relevantere Plattform für Street Art. Dennoch ist es so, dass die Punkte, die ich jetzt hier innerhalb des Vortrags herausstellen möchte, dass sich bei Facebook oder Instagram ähnliche Dynamiken oder Gemengelagen ergeben, weshalb natürlich auch diese Facebook-Studie hier noch an Relevanz und wissenschaftlicher Gültigkeit aufweist. Genau, dann die zweite Fallstudie, da geht es um die Produktionsstudie, das heißt um die Herstellung eines Schablonenmotivs. Die dritte Fallstudie beschäftigt sich mit der Street-Art-Fotografie beziehungsweise genauer mit der Dokumentation des Street-Art-Klebens. Die vierte Fallstudie widmet sich dann der App Berlin Street-Art, das heißt, es wird hier technischer. Dann folgt eine Studie Entnetzen und Relokalisieren, heißt diese. Da geht es um netzpolitische Themen, die anhand von Google Street View und dem Projekt Street Ghosts analysiert wird. Und die sechste und letzte Fallstudie beschäftigt sich mit QR-Codes und dem Projekt Graveyard, was so viel heißt wie Friedhof der Graffiti, des Berliner Künstlers Weezer. Und hier geht es dann vor allem um digitale Archivierung. Und wie gesagt, abschließend folgt eine Fragerunde. Okay, dann beginnen wir mit Punkt 1, der groben Konturierung. Etwa Anfang der 2010er Jahre, würde ich grob sagen, war festzustellen, dass sich im Zuge aktueller Vernetzungs- und Globalisierungsprozesse sozusagen ein neuer Trend herausgebildet hat. Street Art vernetzte sich. Oder anders ausgedrückt, sie verließ die Straße. Statt weiterhin ihr vergängliches Dasein auf der Straße zu fristen, zeigte sich die Street Art zunehmend nicht mehr allein im Stadtraum, sondern sah sich der Einspeisung digital vernetzter Medien konfrontiert. Vor allen Dingen Smartphones kam innerhalb dieser Konstellation eine wichtige Rolle zu. Denn quasi im Vorbeigehen wurden Fotos der Street Art gemacht und im direkten Anschluss ins Internet geladen. Street Art landete folglich auf digitalen Fotoportalen wie Flickr und Instagram, auf Street-Art-affinen Websites und Blogs, auf sozialen Netzwerken wie Facebook, wurde eingebunden in digitale Stadtpläne und Karten und in sogenannte Street-Art-Apps. Auf einmal war es also möglich, Street Art sozusagen per Mausklick sichtbar zu machen. Und dies ist natürlich auch bis heute der Fall, wenngleich sich natürlich die Masse an zirkulierenden Fotos nochmal deutlich vergrößert hat. Die Frage, die ich mir zu Beginn meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung gestellt habe, lautete also: Wie lässt sich diesem Phänomen habhaft werden? Wie kann man diese Entwicklung untersuchen? Hierfür griff ich auf ein bestimmtes theoretisch-methodisches Werkzeug zurück,
die sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie. Das ist eine Theorie, die es vor allen Dingen in der Medienwissenschaft zu großer Popularität gebracht hat. Grundsätzlich geht es darum, nicht mehr nur menschliche Akteure, also sozusagen per se Menschen, zentral zu setzen, sondern auch nichtmenschlichen Akteuren eine gleichberechtigte Stellung oder Wichtigkeit zuzusprechen. Das heißt also konkret, nicht nur Menschen können bestimmte Dinge tun oder beeinflussen, sondern auch nichtmenschliche. Bezogen auf die Street Arts sind das zum Beispiel der Pinsel, die Sprühdose, das Papier, der Kleister, die Kamera und so weiter. Etwas lebensweltlicher ausgedrückt könnte man also auch sagen, alles und jeder macht einen Unterschied. Gleichzeitig war es meine Aufgabe, die für die Street Art zentralen Akteure aufzusuchen und bei ihrer Tätigkeit zu beobachten. Dies beinhaltete, in viele Städte zu fahren und sozusagen Street Art live und vor Ort anzuschauen, zu fotografieren, zu sichten und so weiter. Besonders ausgiebig habe ich das in Berlin, in Hamburg, in Köln und auch dem Ruhrgebiet getan. Und ich zitiere hier einmal aus dem Buch. Und zwar: durch die Street Art Fotografie wurden einzelne Städte für mich somit nicht nur deutlich einfacher, sondern auch vielschichtiger lesbar. Die Bereitschaft, mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen, erwies sich hierbei als Grundvoraussetzung und ermöglichte es mir, den Farbspuren der Künstler zu folgen. Als großer Zugewinn für mein Projekt erwiesen sich vor allen Dingen die über 40 durchgeführten Interviews, die ich realisieren konnte. Das heißt also, ich sprach zum Teil mit Galeristen, mit Kuratoren, aber auch mit Admins von Blogs und Facebook-Seiten, war auf einer Vielzahl von Openings und Festivals und habe vor allen Dingen Interviews mit Künstlern durchgeführt. Dass ich gleichzeitig ständig online war, um auf zentralen Plattformen im Internet zu recherchieren, scheint auf der Hand zu liegen. Und ich kann Ihnen sagen, es war nicht immer schön, quasi über Jahre hinweg in Facebook zu wohnen. Kommen wir an diesem Punkt also zu meiner ersten Fallstudie, dem Kapitel zu Facebook. Grundsätzlich gilt zu sagen, dass sich Street Art Künstler sowohl damals wie heute der fotografischen Präsentation, Dokumentation und Zirkulation ihrer Werke auf Online-Plattformen natürlich bewusst sind und dies auch selbst sehr exzessiv tun. Mitunter begonnen oder groß geworden ist das mit der Facebook-Seite Street Art in Germany, welche 2011 gegründet wurde. Auch wenn sie heute längst nicht mehr aktualisiert wird, was unter anderem mit dem Wechsel des Seitenadministrators zu tun hat, beheimatet sie immer noch eine Vielzahl an Street-Art-Fotos. In ihrer Hochzeit, so grob zwischen 2012 und 2014, kamen täglich etwa 400 neue Fotos bei ihrem damaligen Seitenadministrator Polypix an. Ein großer Vorteil, den die Plattform zweifelsohne bietet, ist die große und schnelle Reichweite. Und ich zitiere hier nochmal: Facebook an sich ist eine tolle Sache, um als freier Künstler Dinge zu verbreiten. Es ist viel schneller und effizienter als Flyer und dazu noch umsonst. Für mich ist das so eine Art Luxus-Entertainment. Wer das nicht nutzt, ist selbst schuld. Dennoch sollte man eben wissen, wie man damit umgeht. So zum Beispiel der Essener Künstler Leo Namsloff. Und eine weitere Stimme setzt hier ebenfalls an. Klar geht es dabei auch um Promo. Denn zweifelsohne bietet die Plattform einen weitaus größeren Verbreitungsradius, als über die reine Präsenz auf der Straße jemals möglich wäre. Gerade in der Anfangsphase, also wenn sozusagen der Output auf der Straße noch nicht allzu groß ist, erweist sich die mediale Präsenz als essentieller Multiplikator der Sichtbarkeit.
Zudem bekommen Künstler direktes Feedback, was sich gemeinhin in Likes, Shares und Kommentaren äußert. Man könnte also meinen, alle sind zufrieden. Doch der Aufbau der Plattform täuscht über einiges hinweg. Die Tatsache, dass es anfangs, das hat sich dann im Laufe der Zeit etwas geändert, aber zumindest zu Beginn gab es ausschließlich ein Like und keinesfalls einen Dislike-Button. Der Grund liegt darin, dass die Plattform von Anfang an auf einen positiv aufgeladenen Kommunikationsfluss, auf permanenten Austausch und sozusagen Handel konzipiert war. Austausch von Vorlieben und Interessen, von Informationen und Effekten, von Likes und Shares, sowie natürlich auch von Userdaten. Wie dieser Handel funktioniert, zeige ich anhand einiger Beispiele. Street Art Fans üben das Street Art Fotografieren oder sammeln teils sehr exzessiv aus. In Massen posten sie Fotos auf Facebook oder heutzutage vor allen Dingen Instagram, zumeist unter Verlinkung des jeweiligen Künstlers und am besten als Erster. Ein Künstler äußert sich dazu folgendermaßen. Es gibt so ein paar Fans, die haben, wenn ich abends eine Tour gemacht habe, bereits morgens um 12 Uhr alles gefunden. Die müssen da schon 4 bis 5 Stunden unterwegs rumgelaufen sein. Ich weiß nicht, wie die das machen. Da fehlt dann auch nichts. Ja, die sind manchmal schneller als ich. Und eine weitere Stimme setzt hier ebenfalls an. Also ich habe auch 3, 4 Leute kennengelernt, die laufen den ganzen Tag rum und machen nichts anderes. Ich weiß nicht, wie die ihr Geld verdienen, aber die laufen den ganzen Tag rum und machen halt Fotos, setzen sich abends hin, bearbeiten die Bilder und stellen sie dann ins Netz. Also das ist ja absolut verrückt. Natürlich sind denen einige Künstler dafür auch richtig dankbar. Das ist ja kostenlose Promo. In manchen Städten schien oder scheint ein regelrechter Wettbewerb zu herrschen, wer es schafft, als Erster die neuesten Fotos ins Netz zu laden. Dass sich Facebook im Zuge dessen zu einer Art echtzeitlichem Street-Art-Überwachungs- und Kontrollsystem entwickelt hatte, scheint auf der Hand zu liegen. Dass der Erfolg einzelner Arbeiten jedoch keinesfalls ausschließlich beim Künstler liegt, beweisen spätestens die im Spätsommer 2013 eingeführten Seitenstatistiken. Anhand derer wird deutlich, dass die Reichweite und Anschlusskommunikation einzelner Posts von weitaus mehr Faktoren abhängen. Hierfür mitverantwortlich ist der von Facebook vorgeschaltete Algorithmus. Der sogenannte AdRank-Algorithmus bestimmt die Logik, mit der Beiträge auf Facebook sichtbar werden und agiert somit als moderner Gatekeeper und editorische Stimme. Bei mittlerweile mehr als 2,8 Milliarden Usern kann man sich vorstellen, welche Macht von AdRank ausgeht und welche kulturellen Implikationen damit auch verbunden sind. Darüber hinaus führt die massenhafte Zirkulation von Street Art Fotos auf Online-Plattformen noch zu einem weiteren Phänomen. Street Art für das Internet. Ich beziehe mich hierbei auf Fotos bzw. Arbeiten, die an abgelegenen Orten entstanden sind, zum Beispiel im eigenen Hinterhof oder der hauseigenen Garage. Das heißt also sozusagen auf Street Art Werke, die ohne Street auskommen und alleinig auf das fotografische Abbild und die anschließende Zirkulation im Internet zugeschnitten sind. Ich zitiere hier nochmal aus dem Buch. Also es gibt auch viele Leute, die suchen sich halt irgendwie irgendeinen tollen Spot nur fürs Foto oder malen immer an der gleichen Stelle und posten dann immer ihr neues Stencil, wenn sie es fertig haben. Aber malen eigentlich immer die gleiche Wand oder gehen gar nicht auf die Straße und posten dann nur ihre fertig gemalten Bilder oder sonst irgendwas. Das gibt es ganz viel, das hat aber mit Street Art an sich nichts zu tun, weil es halt nicht Street Art ist. So unter anderem der Hamburger Künstler Toner.
Dieses Zitat weist bereits in eine entscheidende Richtung. Street Artists, und das müsste spätestens an dieser Stelle klar geworden sein, sind sich der vermehrten, teils ausschließlichen Online-Zirkulation und Rezeption ihrer Werke bewusst. Die Relevanz des realräumlichen Spots löst sich im Falle der sogenannten Street Art für das Internet beinahe gänzlich auf. Viel wichtiger als der physikalische Ort ist nun ihre digitale Situierung. Konkret heißt das die URL. Für die Street Artists, das Internet, wird das digitale Publikum also zum weitaus relevanteren Rezipientenkreis, über das sie sich oftmals den schnellen Internet-Fame versprechen. Im Umkehrschluss liegt in der digitalen oder in der fotografischen Dokumentation aber auch Potenzial begründet. So findet oder kann zumindest beim Fotografieren eine zusätzliche Sensibilisierung stattfinden. Zum einen für das Werk, aber auch an dem Ort, in dem es entstanden ist. Denn die Fotografie bietet Künstlern und Fotografen teils neue oder teils zusätzliche Blickwinkel auf ihre Arbeiten. So erklären beispielsweise auch Various und Gould. Das wirkt alles zusammen. Du fängst plötzlich an, andere Fotos zu machen, weil du merkst, dass die Fotos so oder so viel besser funktionieren. Dann fängst du an, die Arbeiten anders zu positionieren. Okay, jetzt nicht nur für die Fotos, aber du lernst auch dabei. Das heißt also, Street Art machen ist immer auch ein Lernprozess. Gleichzeitig schürt diese Praxis aber auch den Konkurrenzdruck oder forciert sozusagen Territorialkämpfe, wenn man das so sagen will, wie sie bis vor kurzem noch nicht denkbar gewesen wären. Wir sehen hier ein Beispiel, und zwar handelt es sich hier um ein Paste-up des Kölner Künstlers Sei Leise. Der ist relativ prominent und optisch auch schön platziert in die Nähe des Kölner Doms geklebt hat. Die Frage ist, was ist, also er hat das natürlich auch dokumentiert und dann auf seine Facebook- und Instagram-Seite gestellt. Was dann passiert ist Folgendes, und zwar dieses Bild wiederum haben andere Streetart-Künstler gesehen und dachten, oder ich weiß nicht, was sie sich dachten, aber was passiert ist, ist einfach, dass sie dann ebenfalls auch weiter umgezogen sind und haben sich dann, wie man hier sehen kann, dazu geklebt. Das wieder dokumentiert und auf die eigene Facebook- oder Instagram-Seite gepackt, was wiederum Sei Leise gesehen hat und nicht sehr angetan war. Das heißt, er war der Meinung, dass sozusagen durch dieses Dazukleben das eigene Arrangement gestört wurde und die Wirkungskraft des eigenen Paste-ups sozusagen verloren gegangen ist. Er ist dann hingegangen und hat sich quasi eine Art Selbstzensur geschwärzt. Genau, das nur als kleiner Exkurs und vielleicht auch aktuelles Beispiel, was eben auch passieren kann oder mit welchen Auseinandersetzungen wir es da auch zu tun haben. Ich möchte das an der Stelle gar nicht bewerten, sondern das einfach nur mal stehen lassen, weil ich das ganz interessant finde, was eben sich daraus auch ergeben kann. Dieses Kapitel hat gezeigt, dass soziale Netzwerke nicht nur starken Einfluss darauf haben, wie Street Art Künstler sich und ihre Werke präsentieren, dokumentieren und archivieren, sondern auch darauf, wie sie sich als Künstler, teils von externen Betrachterstandpunkten, entwerfen lassen. Dies wiederum bedeutet, dass ein Street Art Werk niemals für sich allein steht, sondern maßgeblich durch den physikalischen Umraum, den Aus- bzw. Zuschnitt der Kamera sowie die Anschlusspraktiken der Online-Zirkulation mit entworfen wird. Das heißt, alles das, was online passiert, wie liken, teilen, kommentieren und so weiter.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass nicht von einer expliziten Loslösung der Kunst von der Straße oder von dem Stadtraum auszugehen ist, sondern dass vielmehr die Bedeutungsproduktion online explizit mitgedacht wird. Gut, wir kommen jetzt zu Kapitel 2, und zwar der Produktionsstudie. Mein zweites Kapitel zeichnet in einer Art Produktionsstudie den Entstehungsprozess eines Stencil, also Schablonenmotivs, nach. Als Referenzfigur dient mir die Künstlerin Kurz nach 10, die früher in Köln gelebt hat, mittlerweile aber in den USA ist. Kurz nach 10s Motive sind aus mehreren Schablonen bzw. Layern hergestellt. Dies erkennt man daran, dass sich ihre Motive aus mehreren Farben zusammensetzen. Grob als Faustregel kann man sagen, dass sozusagen pro verwendeter Farbe mindestens ein Layer hergestellt werden muss. Dies gewährleistet, dass bei anschließender Überlagerung ein vollständiges Motiv entsteht. Schaut man sich Kurz nach 10s Arbeiten einmal genauer an, erkennt man, dass zum Herstellen ihrer Motivwelten also mindestens 4 bis 6 Layer zum Einsatz kommen müssen. Ihre Arbeiten sind hierbei allesamt fotobasiert, das heißt, Ausgangspunkt für ihre Motive sind alte kleinformatige Schwarz-Weiß-Fotos ihres Großvaters aus den 1950er Jahren. Diese müssen eingescannt, dann im Bildbearbeitungsprogramm in sinnvolle Schichten oder Farbpartien unterteilt werden und dann einzeln in Schablonen ausgeschnitten werden. Dieser Schritt verlangt eine künstlerische Reduktions- und Abstraktionsleistung. Sind die vorgesehenen Partien dann alle ausgeschnitten und dies auf jedem einzelnen Layer, ist sie sozusagen einsatzbereit. Ab diesem Zeitpunkt greifen Streetart-Künstler erneut zum Papier. Denn wie zuvor angesprochen, malen Streetart-Künstler ihre Werke heutzutage nur noch sehr selten direkt auf die Wand, sondern bereiten zu Hause sogenannte Paste-Ups vor, die sie dann im Stadtraum verkleben können. Hierbei fällt auf, dass die Künstlerin fast ausschließlich mit Schwarz-Weiß- und Grau-Kontrasten arbeitet. Nur punktuell werden einzelne Details hervorgehoben, wie wir hier sehen können, so zum Beispiel der gelbe Löwenzahn, der eins ihrer ersten Motive ziert. Ein kleines, am Boden kniendes Mädchen, das Blumen pflückt. Die Entscheidung zur Farbreduktion scheint nur konsequent, ruft man sich nochmal ihr übergeordnetes Konzept ins Gedächtnis, wo es darum geht, alte analoge Schwarz-Weiß-Fotos zu übersetzen. Und hier sehen wir noch ein zweites Beispiel, das sehr detailnah ausgearbeitet ist. Es handelt sich dabei um Onkel Jürgen auf dem Motorrad, dessen Uhr, wie hier zumindest erahnen können, exakt kurz nach 10 anzeigt. Doch an dieser Stelle möchte ich die Aufmerksamkeit auf einen abschließenden Aspekt lenken. Die Dialektik von Öffentlichkeit und Privatheit, innen und außen. Und ich zitiere aus dem Buch: Über das Verkleben ihrer Paste-Ups holt die Künstlerin ein Stück Nostalgie ins Jetzt-Zeitalter zurück und übergibt sie der Dynamik der Straße. Es ist auffällig, dass jener besagten Nostalgie hierbei etwas hochgradig Persönliches inhärent scheint. Denn was die Künstlerin in den Straßen der Großstädte verklebt, sind nicht irgendwelche Bilder, sondern sind die übersetzten Fotos ihres Großvaters. Familienfotos, die für gewöhnlich an privaten Wohnzimmerwänden hängen, werden nach außen gekehrt. In diesem Fall werden kurz nach 10s Paste-Ups zur Tapete des Außenraums. Sie bewohnen die Stadt, indem sie die Außenfassade
in Innenräume verwandeln. Die Grenzen zwischen Innen und Außen, öffentlich und privat, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass die Produktion eines Stencil-Motivs ein komplexer Übersetzungs- und Abstraktionsprozess ist, welcher als Zusammenspiel von Mensch und Technik verstanden werden muss. Das heißt, Schablonmotive müssen immer als Koprodukt von technischer Produktion, das heißt Computer, Bildbearbeitungsprogramme und so weiter, und intuitiver, kreativer Kunstfertigkeit verstanden werden. Es gilt also weder die Rolle des Künstlers absolut zentral zu setzen, im Sinne eines alles beherrschenden Künstlergenies, wie dies die Kunstgeschichte oft und lange getan hat, noch sollten die am Entstehungsprozess beteiligten Materialien, wie zum Beispiel Pinsel, Dose, Papier und so weiter, sowie auch Technologien komplett ignoriert werden. Vielmehr greift alles ineinander. Anhand der Produktionsstudie wird somit also deutlich, dass wir es bei einem Street Art bzw. konkret bei der Stencil-Produktion in gewissem Sinn mit einer Art postgenialem Künstlertum zu tun haben. Das heißt, künstlerische Muße und Expression entspringt nicht einem unbestimmten Inneren, sondern entsteht im Zusammenspiel von Mensch, Material und Technik. Und das wiederum ist kunstgeschichtlich relevant, weil es sozusagen eine neue Perspektive künstlerischer Produktion bedeutet, die das sogenannte Künstlergenie mit werkzeugtheoretischen und materialästhetischen Überlegungen kreuzt. Okay, wir kommen jetzt zu Punkt 3, Verwischen und Festhalten. Die Streetart-Fotografie spielt heutzutage eine zentrale Rolle innerhalb der Streetart. Diesen Umstand habe ich bereits an mehreren Stellen betont. Im dritten Kapitel diskutiere ich Streetart-Fotos, die Künstler bei ihren nächtlichen Aktionen, also sozusagen on the run, zeigen. Bei denjenigen Aktionen also, die für den gemeinen Rezipienten grundsätzlich im Verborgenen bleiben. Exemplifiziert werden meine Überlegungen anhand des Berliner Künstlers El Bocho. Im Interview äußert er sich dazu folgendermaßen. Und zwar sagt er, letztendlich steckt man sehr viel Energie in seine Arbeiten und da muss man die eigene Arbeit auch wertschätzen, indem man sie dokumentiert. Und er fügt hinzu, also ich sehe das auch als große Chance. Wenn du eine Dokumentation machst, dann kannst du auch eine Entwicklung sehen. Oder du kannst sehen, oh, ich bin da über irgendwie stehen geblieben. Ich muss mal wieder was machen. Anhand seines Beispiels lässt sich aufzeigen, wie sich die Aktion bzw. Bewegung des Street Art Klebens ins fotografische Bild einschreibt und in Form von medialen Störungen oder Unschärfen artikuliert. Ich zitiere nochmal. Letztendlich geht es bei den nächtlichen Aktionen, die ich fotografiere bzw. dokumentiere, um das Einfangen der Aktion. Die Energie, die da innerhalb von kürzester Zeit zum Vorschein kommt, ist extrem wichtig. Wenn du siehst, du kannst nicht mehr scharf fotografieren, weil es einfach super schnell geht. Der Kleister fliegt dir durch die Gegend etc. Die Leute, die nachts nicht dabei sind, müssen das auch irgendwie mitkriegen. Die müssen sehen, was da an Energie drin steckt. Das ist wichtig. Dabei ist auffällig, dass der Künstler seine Streetart-Werke nicht nur verklebt, sondern sich sozusagen beim Verkleben gleichzeitig auch als Künstlerperson inszeniert. Durch das Medium der Fotografie. Das heißt, er zeigt nicht nur, sondern stellt sich gleichzeitig auch als Zeiger aus. Seine Fotos tragen somit definitiv etwas Inszenatorisches in sich.
Der strategische Rückgriff auf die fotografische Inszenierung kann im Falle El Bochos als spezifische Form der Selbstdarstellung verstanden werden, die im gewissen Sinn auch einer Art Authentifizierungsstrategie gleichkommt. Das heißt, er will damit betonen, dass das, was er macht, authentisch ist, real ist. Gleichzeitig lässt dies aber auch auf das Selbstverständnis des Künstlers rückschließen, denn durch das nur ansatzweise Zeigen seiner Person wird ein Spannungsverhältnis zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit hergestellt. Im Gespräch mit mir betont der Künstler: Die Straße ist nachts ein anderes Medium als tagsüber. Wenn ich tagsüber alle Zeit der Welt habe, dann brauche ich nicht irgendwas machen, das so aussieht, als hätte ich das nachts irgendwo dran geklatscht. Und natürlich ist das so, dass das Internet an sich das Ganze oftmals einfach sehr verschwommen zeigt. In dem Moment, wo ich nicht mehr nachts rausgehe und dann auch nicht mehr die Zeit und die Energie da reinstecke, bin ich auch kein Street Artist mehr. Dann bin ich halt Künstler, aber dann darf ich mich nicht mehr so nennen. Für mich ist es sehr wichtig, nachts rauszugehen. Abschließend halte ich an dieser Stelle also fest: Meine Analyse hat gezeigt, dass es El Bochos Fotos keinesfalls als reine Dokumentation seiner Streetart-Aktion aufzufassen gilt. Vielmehr legen sie die energiegeladene Situation des Streetart-Klebens und Fotografierens offen und geben Aufschluss über die Bedingungen fotografischer Bildproduktion bei Nacht. Gleichzeitig lassen El Bochos Fotos Rückschlüsse auf das Selbstverständnis des Künstlers zu, der im nächtlichen unautorisierten Pasten sein künstlerisches Selbstverständnis verfertigt sieht. Wir kommen zu Punkt 4. Nachdem in den vorherigen Kapiteln sowohl die Streetart-Produktion als auch Dokumentation diskutiert wurde, schließt Kapitel 4 chronologisch an. Im Fokus steht der im Kontext mobiler Medien, gängiger werdende Praxis digitaler Streetart-Kartierung. Das heißt also, es geht um die Einspeisung von Fotos in digitale Karten und Stadtpläne. Durch diese Einspeisung werden einzelne Streetart-Werke nicht nur digital archiviert, sondern vor allen Dingen auch für Streetart-Rezipienten wesentlich schneller und einfacher auffindbar. Und das wiederum kommt vor allen Dingen denjenigen Rezipienten zugute, die effizienzsteigernden Verfahren nicht abgeneigt gegenüberstehen. Also zum Beispiel Städtereisenden, die in möglichst wenig Zeit möglichst viel sehen wollen. Darüber hinaus bietet die App Berlin Street Art, die mir hier als Beispiel dient, das Abrufen ortsspezifischer Zusatzinformationen und gibt Auskunft über einzelne Künstler oder Entstehungskontexte. Und das in Echtzeit und vor Ort. Der Stadtraum sowie sozusagen die realräumliche Streetart-Erfahrung werden auf diese Weise um digitalen, ortsspezifischen Content erweitert oder auch überlagert. Dennoch, und das gilt es ebenfalls zu betonen, läuft dieses Rezeptionsverständnis der Streetart grundsätzlich quer. So ist es ja gerade Teil der Streetart, quasi beim Flanieren durch die Straße im Vorbeigehen entdeckt zu werden. Die App hingegen gibt bestimmte Wege vor und stellt ein paar wenige heraus, ähnlich wie das auch Galerien oder Museen tun, was somit eine Art Kanonisierung der Street Art bedeutet auch. Wesentlich flexibler gestaltet sich die Street Art-Rezeption bei einem Spaziergang durch die Stadt oder auch, wie wir hier sehen, bei einer Teilnahme an einer sogenannten Street Art Tour. Das sind meistens zentral organisierte Touren, wie sie mittlerweile in einer Vielzahl von Großstädten auch angeboten werden.
Auch wenn sich diese in puncto Qualität, Selbstverständnis und Motivation deutlich unterscheiden, sind sie wesentlich flexibler als die Street Art App und können auf bestimmte Gegebenheiten spontan und situativ eingehen. Und ich gehe hier nochmal auf ein Erlebnis meiner eigenen Street Art Forschung ein. Und zwar, wenn auch stark verkürzt, rufe ich an dieser Stelle ein paar Ereignisse meiner Feldforschung auf. Bei einer vom Archiv der Jugendkulturen geleiteten Tour durch Berlin-Kreuzberg, an dem ich im Sommer 2013 teilnahm, wurde nicht nur Faktenwissen weitergegeben, sondern Wissen, das auf jahrelange Erfahrung fußt und sich folglich in persönlichen Geschichten verdichtete. Gleichzeitig wurde es neues Wissen passiert. So kreuzte sich unser Weg schon nach wenigen Gehminuten mit dem diverser Akteure der Street-Art-Welt. Der einer Reinigungsfirma, die sich auf das Entfernen von Graffiti und Tags spezialisiert hatte, der Polizei, der einer Anwohnerin, die derlei Touristen und Jupitouren kein gutes Wort abgewinnen konnte, sowie der eines augenscheinlichen Künstlers in orangefarbenem Overall, der uns in selbstsicherer Manier entgegenrief: In einem halben Jahr bin ich der bekannteste Street-Art-Künstler der Welt. Nicht unbeachtet blieb auch die Anmerkung eines vorbeilaufenden Punks, der die Fotopraxis einiger Tourteilnehmer mit den Worten "Diese Bilder sind nicht für den deutschen Markt bestimmt" kommentierte. Einerseits sind das natürlich Erlebnisse, die Rückschlüsse auf die Street-Art-Welt im Allgemeinen erlauben. Andererseits, das möchte ich betonen, Geschichten, die sich gehend in Wissen transformieren. So, von Google Maps ausgehend fällt in Kapitel 4.5 der Blick auf Google Street View. Genauer noch auf Paolo Cirios Projekt Street Ghosts, welches die Thematik mediale Überwachung und Kontrolle adressiert. So hinterfragt es die Zugänglichkeit und Zweckentfremdung privater Daten und appelliert an einen adäquateren Umgang mit Bildrechten und Copyright. Und hier sehen wir das, und zwar im Rahmen seines Kunstprojekts klebt der Künstler lebensgroße Poster von Menschen, die er zuvor über Google Street View gefunden hat. Das sehen wir hier, das ist also der Original-Screenshot von Google Street View. Daraus bastelt er sich sozusagen Paste-Ups und klebt diese Menschen wiederum an die exakte Stelle ihres realräumlichen Fundorts. Unautorisiert, sowohl von Seiten der Stadt als auch der Menschen, sowie auch von Google. Jedoch unter Addition von Google Street Views Copyright-Zeichen. Auf diese Weise fristen die geklebten Menschen eine Art geisterhaftes Dasein im Zwischenraum von physikalischem Stadtraum und digitaler Kopräsenz im Internet. Im gewissen Sinn wirken sie wie geisterhafte Abbilder, deren digitale Schlagschatten in den Stadtraum greifen. Mitunter deshalb nennt der Künstler sie auch Street Ghosts. Doch auch der Stadtraum ist nicht die finale Destination. Damit wäre nur der halbe Weg nachgezeichnet. Denn was der Künstler letztlich anschreibt, ist eine Rückspeisung in die digitale Welt. So landen die Fotos der getätigten Intervention erneut im Internet. Auf der Künstlerwebsite, auf der Projektwebsite von Street Ghosts, auf Google Maps sowie auch auf Google Plus. Und diese Rückspeisung, wie der Künstler es selber nennt, oder der erneute Upload auf Google Plus, schließt letztlich den Zirkel der Überwachung, wie Cirio es nennt. Und ich zitiere:
By giving that information back to Google, I exploited a second time. I could publish these pictures everywhere, or I could publish them on Google Plus, which means basically completing the circle of surveillance. It was a real conceptual decision. Und fügt hinzu, Google didn't ask for permission to appropriate images of all the world's towns and cities, nor did it pay anything to do so. It sells ads against this public and private content, and then resells the information collected to the advertisers, making billions that aren't even taxed. It's a sort of exploitation by a giant social parasite that resells us what was collectively created by people's activity and money. Dabei ist es Chidios Ziel, mit seinen Aktionen natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wobei die Reaktionen durchaus kontrovers sind. Some people are really upset, some people love, some people say it's great. Some people hate it. That's the debate that it generates. Und genau um diese Auseinandersetzung und Diskussion geht es eben auch. Denn Hauptziel seines Projektes ist es, eine öffentliche Debatte auszulösen, die aktuelle Themen und Problemfelder offenlegt. Dabei sollen gerade diejenigen gesellschaftlichen, sozio- sowie auch geopolitischen Missstände thematisiert werden, die immer wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt werden. Und zwar Überwachung und Kontrolle, die Zugänglichkeit und Zweckentfremdung privater Daten, der Umgang mit Bildrechten und Copyright, sowie das teils unwissentliche Hinterlassen digitaler Fußspuren. Chidios Projekt ist somit in einem explizit netzkritischen Kontext zu lesen. Dazu muss man auch wissen, dass er nicht per se Streetartist ist, sondern er ist eigentlich Konzeptkünstler und Netzaktivist, der sich in dem Fall Techniken oder Praktiken der Streetart zunutze gemacht hat. Doch abschließend gilt es in diesem Kapitel zu fragen, was kann und soll dieser Ausblick letztlich für die Streetart bedeuten? Wie ich gezeigt habe, greift die Vorstellung, die Stadt und das Internet als zwei voneinander getrennte Sphären zu begreifen, schon lange nicht mehr. Die Vorstellung, die Stadt und das Internet als vermeintlich neutrale öffentliche Räume zu entwerfen, war schon immer ein Trugschluss. Streetart-Künstler müssen sich den neuen Herausforderungen einer global vernetzten Welt stellen und sich den Anforderungen jener neuen Umgebungen auseinandersetzen. Neue Medien und Medientechnologien wie das Internet gestalten, erzeugen, erweitern unsere heutige Lebenswelt in umfassender Weise. Sie nehmen Einfluss darauf, wie wir leben, uns austauschen, kommunizieren, sowie uns und unsere Umwelt entwerfen. Die Frage ist, sind wir uns der langfristigen Auswirkungen bewusst, die eine solch vermeintlich freie Infrastruktur mit sich bringt? Was sind die Kosten, die unsere Gesellschaft für ein simples Interface-Design und die einfache Bedienbarkeit gängiger Online-Dienste zahlen muss? Anstatt die etablierten Konventionen öffentlicher Raumbesetzung und Gestaltung ausschließlich am Beispiel der Stadt zu hinterfragen, kann oder muss ein zukünftig richtungsweisender Weg für Streetart-Künstler, aber sowie für uns alle darin liegen, das Netz auf ähnliche Parameter, Kontroll- und Selektionsmechanismen hin zu befragen. Gefordert wird also von Reclaim the City zu Reclaim the Nets? Ja, beziehungsweise beides. Es handelt sich hierbei um eine Forderung, die beide Räume on wie offline gleichberechtigt adressiert. Mein Ansatz sieht keine Entweder-oder-Entscheidung vor. Tatsache bleibt aber dennoch, dass die Dokumentation und Präsentation von Streetart-Werken auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Google Plus und so weiter kein wünschenswerter bzw. in sich konsistenter Weg sein kann, um die Nutzungskonvention des öffentlichen Raums
auch zukünftig und mit aller Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Vielmehr, und hier zitiere ich die beiden Netzaktivisten oder den Unlike-Us-Reader, der beiden Netzaktivisten Gerd Loring und Miriam Rasch. Aus parasitären Praktiken und Interventionen müssen Innovationen hervorgehen, die den Status des rein künstlerisch-ästhetischen überwinden. Auch wenn sich die Walled Gardens von Facebook und Google dadurch aller Vermutung nach nicht durchbrechen lassen, gilt es, dezentralisierte Alternativen bereitzustellen, deren Selbstverständnis nicht auf Überwachung, Kontrolle, der Missachtung von Privatsphäre und Urheberrechten sowie kommerziellen Interessen fußt. Die Frage, wie eine solche Architektur aussehen kann, bleibt offen. So, wir kommen jetzt zum letzten Kapitel, und zwar 4.6. Dieses beschäftigt sich nicht wie zuvor mit Street Art Geistern, sondern mit Street Art Zombies. Im Speziellen fällt mein Blick auf ein Projekt des Berliner Künstlers Suiza, das den Namen Graffia trägt. Wie schon gesagt, zu Deutsch übersetzt Friedhof der Graffiti. An die Stelle unlängst verschwundener Street Art klebt Suiza einen QR-Code. Liest man diesen mit dem Smartphone ein, erscheint auf dem Display das Abbild des entfernten Street Art-Werks. Das heißt also, das Werk ist digital reanimiert worden. Und um das noch ein bisschen anschaulicher zu haben, habe ich hier ein kleines Video, das das Projekt nochmal zeigt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht super laut. Musik unter die Leute bringen. Leere Wände mit Graffitis füllen, mit Hilfe von QR-Codes. Das will Suiza. Seit 1989 sprayt er Graffiti. Seit 2002 ist er in Berlin aktiv. Er will anonym bleiben, da sich seine Kunst am Rande der Legalität bewegt. Street Art dokumentiert er schon seit den 90ern. Auf die Idee, QR-Codes dafür zu nutzen, kam er vor 4 Jahren. Ich fand halt damals Graffiti, wo ich Graffiti gemacht habe, so unglaublich interessant, weil man eine abstrakte Form abstrahiert. So. Also Buchstaben sind eine abstrakte Form, die aber eine Bedeutung haben, und die abstrahiert man wieder. Und bei diesen QR-Codes ist es ähnlich, die sind auch abstrakt, aber tragen Informationen in sich. Die Codes kann man im Internet mit kostenlosen Generatoren herstellen. Sie verweisen dann genau auf die gewünschte Information. Für seine QR-Codes benutzt Suiza eine Schablone. So kann er sie schnell reproduzieren. Sie verweisen auf Street-Art-Werke, die er fotografisch festgehalten hat. Sobald eines übermalt oder entfernt wird, zieht er los. Das Interessante für mich ist eben, dieses Zeitfenster zu haben, dass man über diesen Bildschirm des Smartphones in die Vergangenheit blicken kann. Wenn man sich das aus dem Gesichtspunkt des Archivs ansieht, dann hat man das Archiv vor Ort. Graffyard hat er das Projekt genannt, ein virtueller Friedhof für Graffiti. Den QR-Code klebt er an die übermalte oder gereinigte Stelle. Mit Smartphone und Scan-Software kann nun jeder die Street-Art von früher sichtbar machen. Und es gibt viel Street-Art zu sehen und zu dokumentieren, gerade in Berlin. Vergänglichkeit ist Teil der Kunst im öffentlichen Raum. Für Suiza ist das kein Widerspruch zu seinem Projekt. Die Möglichkeit der Zerstörung des Kunstwerks geht man in dem Moment ein, in dem man seine Kunst in der Straße hinterlässt. Und dieses Graveyard-Projekt, das ist eben ein Spiel damit. Dokumentation allein reicht Suiza aber nicht. Er möchte die Menschen dazu... So, bis dahin. Genau. Genau, wie schon zuvor angedeutet, erscheint es mir besonders gewinnbringend, dieses Projekt auf das Thema des Archivs hin zu beleuchten. Und ich zitiere hier aus meinem Buch, und zwar den Medientheoretiker Boris Kreuz.
Auf der einen Seite hat das Archiv einen Vervollständigungsauftrag. Es soll alles das sammeln und repräsentieren, was sich außerhalb dieses Archivs befindet. Auf der anderen Seite aber haben die Dinge im Archiv ein grundsätzlich anderes Schicksal als die profanen Dinge außerhalb des Archivs. Die Archivdinge werden als wertvoll und aufbewahrungswürdig angesehen, wobei die Sterblichkeit der profanen Dinge ohne weiteres hingenommen wird. Zwischen den Dingen im Archiv und den Dingen außerhalb des Archivs besteht somit also ein tiefer Unterschied. Ein Unterschied im Wert, im Schicksal, im Verhältnis zur Vergänglichkeit, zur Vernichtung, zum Tode. Spätestens mit dem Aufkommen neuer Medientechnologien und digitaler Speicher gilt es das Archiv jedoch weniger als Ort der historischen Aufbewahrung, denn als Ort der Bereithaltung, der Zurverfügungstellung und der Aktualisierbarkeit von Wissen zu verstehen. Im Falle von Graveyard könnte man auch von einem Ort des inszenierten Erinnerns sprechen. In diesem Kontext ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Suizas Archiv, wie jedes andere auch, bestimmten Selektionsmechanismen unterliegt. Hierbei ist auffällig, dass der Künstler auffallend viele Tags in sein Archiv mit einbezieht. Und dies, wo doch gerade Tags, und zwar sowohl, sagen wir, in der gemeinen oder allgemeinen Öffentlichkeit als auch im breiten Street-Art-Diskurs oftmals als vermeintlich defizitär gelten und ihnen künstlerische Qualitäten abgesprochen werden. Es liegt somit nahe, davon auszugehen, dass es Suiza nie darum gehen konnte, ein Archiv im ursprünglichen Sinne aufzubauen. Gerade dadurch, dass er keine Selektionsmechanismen greifen lässt, die sich mit dem allgemeinen Geschmack bzw. den Kriterien des Kunstsystems kurzschließen lassen, zieht er eine zusätzliche Reflexionsebene ein und deckt die Fiktionalität des Archivs auf. Denn das Archiv ist ein Ort, an welchem Finden sehr nahe mit Erfinden verknüpft ist. So auch Wolfgang Ernst in Rumoren der Archive. Durch die Aufwertung von Tags stellt er das sonst Verdrängte, Marginalisierte, Unerwünschte aus und macht die Selektivität des Archivs sichtbar. Dies macht deutlich, dass es im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Online-Archivierung der Street Art zukünftig mehr und mehr auch darum gehen muss, die dem Archiv zugrunde liegenden Selektionsmechanismen zu hinterfragen und zu schauen, was gerade nicht Einzug ins Archiv gehalten hat und warum. Und ich zitiere hier nochmal: Archive regulieren vielerorts die Zugänglichkeit von Informationen und Wissen, während die Folgen dasjenige beherrschen, was in einer Kultur sichtbar wird und was nicht, bleiben die zugrunde liegenden Mechanismen selbst unsichtbar. So auch die Medientheoretiker Knut Ebeling und Stefan Günzel in der Archivologie. Gleichzeitig gilt zu schauen, und damit schließt sich letztlich der Bogen meines Buches, zu welchem Zwecke Archive und der große Wissensspeicher angelegt werden. Schließen möchte ich meinen Vortrag letztlich mit den Worten des Berliner Künstlerduos Variousing Gould, die in Bezug auf ihre Kunstpraxis zu bedenken geben. Grundsätzlich ist unsere Arbeit mit dem Verbleiben abgeschlossen. Der Rest ist dann sozusagen Dokumentation und Feedback. Dennoch lebt die Arbeit draußen weiter. Sie welkt, sie fällt von der Wand, sie wird erweitert oder zerrissen. In dem Sinn könnte man auch sagen, sie ist erst fertig, wenn sie schon wieder verschwunden ist. Dann ist sie vorbei. Das hat ganz viel mit Loslassen zu tun auf der Straße. Loslassen muss man jedoch nicht nur auf der Straße, sondern auch auf einem weißen Blatt Papier, das auf den finalen Schlusspunkt wartet. Und ich zitiere: Der Rest ist dann sozusagen Dokumentation und Feedback. Ob und wie also auch meine Arbeit, in diesem Fall das Buch, draußen weiterlebt, wie es welkt, erweitert und oder zerrissen wird, wird die Zukunft zeigen.
Ich hoffe jedenfalls, dass ich Ihnen mit diesem Vortrag einen kleinen Einblick in mein Forschungsprojekt geben konnte und die Welt der Street Art zu Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung etwas beleuchten konnte. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich nun auf die Diskussion. Das heißt, wer Fragen oder Anregungen hat oder Kommentare, kann diese nun gerne stellen. Also bevor ich fürs Publikum öffne, möchte ich meine Moderatorinnenrolle missbrauchen und schon mal mit dir ins Gespräch kommen. Mhm. Also, weil du hast das jetzt hier sehr schön reduziert zum Vortrag gebracht, weil das Buch ja noch wesentlich intensiver, theoretischer ist. Also ich habe es ja auch rezensiert, das wollen wir ja auch nicht verschweigen an dieser Stelle. genau, aber jetzt habe ich noch mal ein paar ganz konkrete Fragen, die sich auch noch mal im Verlauf mit der Vorbereitung auch auf die Vorlesung für mich ergeben haben. Mhm. Weil du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, das Buch ist 2017 erschienen, die Recherchen reichen noch weiter zurück, also du setzt bei 2010 ungefähr an. Und jetzt haben wir 2021. Also mich interessieren eigentlich so zwei Aspekte. Einmal, also diese Zäsur, die du machst mit 2010, wo dann eigentlich das so richtig doll losgeht mit Facebook, Instagram und so. Aber es gab ja auch diese frühe Zeit, ne? Also zum mhm. Beispiel eine der ersten Sachen war, die für Street Art so wichtig waren, waren also neben Flickr vor allen Dingen Fotolog. Ja. Ich weiß gar nicht, das gibt's noch, aber wird mhm. überhaupt nicht mehr verwendet. Oder auch diese frühen Blogs, von denen also Booster Collective in New York ja das bekannteste ist. Warum setzt du da ein und was ist mit dieser vorherigen Zeit? Warum hat mich das da nicht so interessiert? Ja, ich würde nicht sagen, es hat mich nicht so interessiert. Ich habe mir auch schwer getan mit der Datierung, oder das habe ich jetzt auch konkret für den Vortrag so bestimmt. Mhm. Also ich würde sagen, Fotolog reicht auf jeden Fall zu weit zurück. Damit habe ich mich nicht mehr befasst. Hat auch für die Akteure in dem Sinn keine Rolle mehr gespielt. Einer mhm. der Künstler, mit dem ich gesprochen habe, hat das noch erwähnt. Aber der arbeitet auch eher an der Schnittstelle, sage ich jetzt mal, Street Art Graffiti, auch konkret Dokumentation. Also für den war das teilweise vielleicht noch, ich will nicht sagen relevant, das war damals auch schon überholt, aber der hat es noch erwähnt, aber alle anderen Künstler, für die hat es zu dem Zeitpunkt, also ich habe die Interviews geführt von ja, 2013 bis 16 ungefähr mhm. und das war die absolute Hochphase von Facebook. Also da mhm. waren alle auf Facebook sehr, sehr aktiv, Instagram. Gerade als ich dann quasi in den Endzügen meiner Arbeit war, ist dann Instagram zunehmend wichtiger geworden, wo ich dann gesagt habe, okay, hier muss ich dann einen Cut machen. Das kann ich nicht mehr mit einbeziehen. Was tatsächlich relevant war für mich, waren noch diese Blog-Geschichten, also gerade Booster mhm. Collective. Das habe ich auch noch mit einbezogen. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass diese Blogs natürlich federführend waren, auch die damaligen Gatekeeper sozusagen zu bestimmen oder auch zu sein. Also jetzt gerade, wenn man an die Schillers hießen, die, glaube ich, von Worcester Collective, glaube ich, also die hatten ja eine federführende Rolle auch als Gatekeeper und haben sehr viel Organisationsarbeit auch geleistet. Natürlich dann auch waren unter anderem auch an der Organisation von Street Art Festivals beteiligt und haben dadurch natürlich, würde ich jetzt mal behaupten wollen, schon auch dazu beigetragen, so einen kleinen Street Art Kanon
auch zu etablieren, weil sie natürlich so ihre Künstler dann immer wieder auch eingeladen haben. Und das ist im Prinzip die gleiche Geschichte des Archivs der Ein- und Ausschlussmechanismen. Also wer darf teilhaben? Sind das immer die gleichen und wer wird ausgeschlossen? Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde mal hier ins Publikum hauschen. Ja. Hat jemand eine Frage oder Anmerkung? Ja, vielleicht darf ich mal. Ja, bitte. Ich möchte mich zuerst einmal fragen, ob es vom heutigen Vortrag von den Folien, ob man die über Moodle dann herunterladen können oder von Ihrer Homepage oder geht das oder gar nicht. Das ist auch möglich. Gibt das ist das eine und das andere ist, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die sehr, nach meiner Einschätzung, feinfühlige Darstellung dieser ganzen Thematik. Man denkt da öfters bei Street Art, so ist es mir jedenfalls gegangen, bis die Frau Hoppe das letzte Mal vorgetragen hat, auch bei einer Vorlesung hat sich das schon geändert, aber jetzt bei Ihnen, ich habe da schon festgestellt, dass die Künstler von den Interviews, die sie präsentiert haben, sich doch sehr Gedanken machen über das, was sie tun und nicht einfach in dem Schatten der Illegalität in der Nacht irgendwas herumkritzeln, sondern das haben sie sehr schön dargestellt und sie haben auch sehr schöne Beispiele ausgesucht. Also vielen Dank, das hat meine Sicht der Dinge vom Street Art wieder zum Positiven noch zusätzlich zu den Dingen, die Frau Hoppe schon vorgetragen hat, verändert. Also Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für das Feedback. Das ist ja auch mal schön zu hören. Genau, ich muss auch sagen, also die Interviews, die ich mit den Künstlern geführt habe, die waren auch sehr gewinnbringend für mich. Also zum einen hat man natürlich schon gemerkt, wie viele Künstler auch feinfühlig mit der Thematik umgehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt alles. Also es gibt auch Leute, die sich keine Gedanken machen, was wiederum auch interessant ist. Also genau, aber die Interviews haben auf jeden Fall die Forschung sehr bereichert, weil das dann methodisch auch schön war, sozusagen die Theorien mit den Zitaten oder Interviewfragmenten auch zu verknüpfen, wodurch sich natürlich dann schon nochmal auch ein Mehrwert für mich ergeben hat. Und was die Folien angeht, da weiß ich nicht, ob das eine technische Möglichkeit gibt, das zu machen. Also didaktisch muss ich da mal eingreifen. Okay. Wir können das ja nochmal unter uns verhandeln, ob du die wirklich einfach so hergeben möchtest. Also Uli hat es nicht gemacht, weil sonst würde ich nämlich sagen, die meisten Bilder gibt es ja in dem Buch und mir wäre es ja lieber, sie kaufen dann Katjas Buch und lesen es auch oder leihen sich das aus unserer Bibliothek aus oder lesen es dort. Das ist so, im Sinne der Didaxe wäre das besser. Okay. Oder sonst, wie gesagt, meine Website, das ist ja auch nochmal also sehr komprimiert. Das ist natürlich nicht, da sind die Texte nicht drin, aber also ich habe so kleine, von jedem Künstler so ein kleines Künstlerportfolio mit einem kurzen Text. Und das ist vielleicht auch mehr ein Kompromiss, wenn man das Buch nicht kaufen möchte. Und dann habe ich eben, fiel mir dann spontan noch ein, ich habe es gerade aus dem Regal gezogen, ist dann auch dieses Buch erschienen, was eben ganz eng an diese Facebook-Seite angelegt ist, von Timo Schaal, Street Art in Germany. Und da ist auch einiges der Bilder, die wir heute gesehen haben, mit drin. Wobei ich damals total schockiert war, als es dann angekommen ist, weil hier ist überhaupt kein Text drin. Das sind nur Fotos. Ist eine Bilderschau, ja. Eine Bilderschau, vielleicht so ein paar Angaben. Aber da dachte ich, das ist im Grunde die Facebook-Seite in Printform. Ja, aber ich glaube, das war auch ein komplett anderer Anspruch. Das war auch nicht darauf ausgelegt, das mit Text zu begleiten. Das ist, wie gesagt, sehr angelegt an die Facebook-Seite. Ja. Aber sonst, die,
diesen Aufsatz, den du erwähnt hattest in dem Urban Creativity Journal, das ist zumindest so eine Kurzfassung auch von dem Facebook-Kapitel. Ist auf Englisch, aber das ist nochmal, wäre eine schöne Zusammenfassung und das ist auch kostenlos zum Download bereit, falls das interessant ist. Ja, ein guter Hinweis. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Nachfragen, Anmerkungen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Und, ja. Wer zwar, ist denn ich? Wo sind Sie denn? Da bin ich. Engel bin ich. Ah, die Frau Engel, ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, gibt es da sowas wie, wie soll ich sagen, so eine Art Reglement unter den Künstlern, dass man sagt, okay, diese Bilder oder diese Zeugnisse, die sie da an die Wand gemalt oder auf den Boden gemalt haben, die verbleiben so und so lange dort? Oder gibt es da eine Tendenz, dass sagt, das ist eben der ganze Berühmter und den übermale ich jetzt und da positioniere ich mich auch? Gibt es da so ein internes Reglement unter den Künstlern? Gibt es schon, aber natürlich ist das auch kein festgeschriebenes Reglement, sondern das wird permanent auch neu ausgehandelt. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, wenn es jetzt ein sehr bekannter Künstler ist, dass es sich nicht gehört, da dann drüber zu gehen. Also das ist so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz. Aber das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt und man muss auch sagen, dass das zumindest mein Eindruck, dass also gerade, vielleicht ist es auch ein Vorteil, aber gerade von jüngeren Leuten, die sich mit der Thematik vielleicht noch nicht so stark befasst haben, die das oftmals nicht wissen und dann unwissentlich auch da drüber gehen oder die auch gar nicht wissen, wer der Künstler ist, der jetzt da vielleicht an der Wand hängt. Also es gibt auch durchaus Fauxpas, die dadurch entstehen. Manchmal ist es aber auch bewusst, wenn man den anderen ärgern will. Aber es gibt ja nicht nur das Drübermalen. Es gibt also gerade ja auch bei der Street Art, wie ich gesagt habe, es wird viel nur noch geklebt. Und da verschwinden immer wieder Bilder aus unterschiedlichen Gründen. Also manchmal sind die Sachen am nächsten Tag schon weg. Manche halten mehrere Jahre. Das hat zum einen sicherlich mit der Witterung zu tun, aber es gibt auch immer wieder Leute, die vorbeilaufen und das dann wegknibbeln, weil sie nicht drüber nachdenken oder weil sie das Bild schön finden und gerne bei sich zu Hause aufhängen wollen. Also es gibt alles. Genau, also ich wollte hier ganz kurz nachsetzen, weil wir zu diesem und ähnlichen Thema gelagert, also alles, was damit noch passiert, haben wir eben nächste Woche den Vortrag von Jens Besser. Ach so, okay. Dankeschön. Den ich hier auch schon sehe, aber er ist abgeschaltet, weiß ich nicht. Genau, nächste Woche werden wir uns da ganz intensiv mit beschäftigen, mit Prozessen von auch Zensur und Crossen, Buffen und wie das alles heißt. Noch weitere Fragen, Anmerkungen? Ich hätte eine Frage. Bitte. Ja. Und zwar wurde der Begriff der Authentizität erwähnt. Ja. Und gleichbedeutend Realness, glaube ich, genannt. Und da habe ich jetzt mal genau die Frage, was bedeutet das? Ist das jetzt ein ästhetischer Begriff? Ist das eine Beurteilung? Hängt das vom Künstler ab, von der Künstlerin oder vom Publikum? Ob man echt ist, also authentisch, so übersetze ich mir das gerade mal, oder nicht? Also wer bestimmt denn, ob etwas authentisch ist oder nicht? Also gibt es da, ja, das ist die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Also in dem Sinn habe ich das quasi aus Künstlersicht übernommen. Also das wäre jetzt nichts, was ich per se dem Künstler zuschreiben würde. Würde ich mich auch nicht anmaßen, sondern das ist mehr oder weniger ein Zitat des Künstlers selbst, das ich übernommen habe in einfachen Anführungszeichen. Okay. Genau, also würde ich nicht behaupten, dass das eine Kategorie ist, die von außen kommt. Mhm. Das hängt auch mit ein Stück weit mit dem methodischen Setting zusammen, also mit dem medienethnografischen Forschen sozusagen, wo ich eben viel mit Zitaten gearbeitet habe. Und
ich habe das jetzt in dem Text nicht als Zitat markiert, aber das ist auf jeden Fall eine Kategorie, die sozusagen von innen kommt. Mhm. Genau, nee, das taucht da auch immer wieder auf, also auch bei diesem Writing, Graffiti-Style-Writing, kommt der Begriff immer wieder vor, sage ich mal, und da wird er einfach subjektiv verwendet, das ist meine Einschätzung, obwohl es in der Ästhetik also wirklich auch die Authentizität gibt, also das auch ein Thema ist jetzt, also in der Wissenschaft, sage ich mal, und deshalb finde ich ganz interessant, ja. Mhm. Ja, vielen Dank auch für die Frage. Ich würde gerne ergänzen. Also das ist jetzt, sagen wir mal, auch im Sinne der Vorlesung wichtig. Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, darauf nochmal hinzuweisen, dass es ein besonderes Beispiel war, nämlich bei El Boccio, der sich bei der Arbeit fotografieren lässt und dafür dann auch eine eigene Ästhetik entwickelt hat. Und da hast du, glaube ich, auch von Authentifizierungsstrategien gesprochen. Das ist ein sehr langes Wort, aber was in der Kunstgeschichte tatsächlich immer mal wieder vorkommt und das auch ganz interessant ist, weil das ein bisschen auch den Glanz des Künstlergenies in Frage stellt. Also dass man sich klar machen muss, also egal um welchen Künstler es geht, aber diese Künstler-Selbstbildnisse ist es ja, das ist eine eigene kanonische Gattung in der Kunstgeschichte, von der eben dann auch Street Artists Gebrauch machen mit einer bestimmten Ästhetik. Zugleich authentifizieren sie ihr Werk. Das ist ja zum Beispiel bei Banksy. Also der lässt sich zwar da nicht dabei zeigen, aber das hat dann wieder mit Zuschreibungspraktiken zu tun. Also es zielt ins Herz eigentlich der Konstruktion des Künstlers. Und die Beispiele, die du ausgesucht hast, die finden da eben sehr interessanten und zeitgemäßen Umgang auch damit, meiner Meinung nach. Ne? Ja, genau. Das war ja mit unter anderem auch sozusagen ein Ansatzpunkt, den ich stark machen wollte. Jetzt nicht nur, das greift nicht nur beim Beispiel von El Boccio, sondern auch zum Beispiel bei der Produktionsstudie, wo mir es wirklich darum geht, sozusagen dieses geniale Künstlertum ein Stück weit aufzulösen und mit materialästhetischen und werkzeugtheoretischen Kategorien noch zu kreuzen. Und im Falle El Boccio, dieses Authentifizierungs-Ding, das hat natürlich auch mit Inszenierungsstrategien zu tun. Und es gibt auch auf jeden Fall Ansatzpunkte oder Referenzen dann auf die Performance Art, wo mit ähnlichen Strategien auch gearbeitet wird. Mhm. Also dieses, ich zeige mich und stelle mich gleichzeitig als Zeiger aus. Also ich meine, wenn er nachts unterwegs ist und einen Fotograf mitnimmt, dann wird er sich niemals so verhalten. Also er ist sich ja der Begleitung und der fotografischen Dokumentation bewusst. Das heißt, es ist immer auch ein Stück weit Inszenierung, auch wenn er sich selbst nach seinem eigenen Empfinden nach authentisch verhält und so verhält, wie er sich immer verhalten würde, auch wenn er nicht begleitet würde. Aber allein aus dem medialen Setting funktioniert das nicht. Also. Ja, das ist, finde ich, super spannend. Auch nochmal ist mir das in Erinnerung gekommen, bei diesem Film, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht angeguckt, bei Sueza, mit dieser verpixelten Maske. Das ist ja dann auch noch mal eine andere Version. Und ich hatte auch vergessen, dass der so einen harten fränkischen Akzent hat. Ja, okay. Ja. Fand ich witzig. Aber Herr Stein meldet sich. Glauben Sie, dass Instagram auch zur Überwachung beiträgt? Inwiefern Überwachung? Weil das ja ein Thema war bei Google und dass praktisch die Personen sich zeigen und den Preis zahlen und sich so überwachen lassen auch. Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen von Überwachung. Die eine Ebene ist natürlich die, dass je nachdem, wie Künstler oder auch Privatpersonen natürlich mit den Medien umgehen, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram,
da würde ich jetzt mittlerweile auch keinen so großen Unterschied mehr machen, weil beide gehören ja eh zusammen. Natürlich, auf der einen Seite ist so, viele Künstler haben angefangen eben durch dieses, auch diese Selfie-Praktiken, die sehr populär geworden sind, natürlich jetzt auch sich zu zeigen und mitunter auch das Gesicht zu zeigen. Das würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt bei Street-Art-Künstlern noch nicht so relevant, weil da gibt es in dem Sinn keine Strafverfolgung. Bei Graffiti ist das natürlich noch mal was anderes. Aber ich, also klar, sind einige Künstler, die da vielleicht nicht so sensibel mit umgehen, natürlich ein Stück weit überwachter. Aber das ist die Ebene der Sichtbarkeit. Es gibt ja immer noch die Ebene des Unsichtbaren, also alles, was unterhalb der Interface-Oberfläche an Daten gesammelt wird. Also je nachdem, wenn einer die Ortserkennung anhat, ich weiß nicht, was da alles getrackt wird. Das sind natürlich schon Dinge, wo ich sagen würde, das macht ein Stück weit oder kontrolliert nicht nur die Künstler, sondern jeden Einzelnen von uns natürlich auf jeden Fall. Also es gab auch Fälle von Graffiti-Künstlern in dem Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, um welche Plattform es sich handelt, ob Facebook oder Instagram, die dann noch Bilder hochgeladen haben. Die waren unterwegs, ich glaube in Australien, haben dann noch Bilder hochgeladen und dann am Flughafen hat die Polizei gewartet. Also so schon durch diese die Polizei hat da wahrscheinlich noch andere Mittel zur Verfügung. Auf jeden Fall konnten die ganz gut getrackt werden oder konnten die Standortdaten zurückverfolgen. Und solche Dinge gibt es natürlich schon. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt, wir sind auch schon vorgerückt in der Zeit, habe ich gerade gesehen. Ja. Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage, weil ich habe jetzt, wir sind ein bisschen gesprungen bei dieser Vorlesung, also jetzt nicht so streng chronologisch, ging ein bisschen vorwärts, rückwärts, aber ich habe jetzt in der Vorlesung schon ein paar Mal von historischen Zäsuren gesprochen, also es gibt bestimmte Vorläufer, Hochzeiten und so weiter und jetzt ist ein bisschen bei uns in der Forschung ja auch immer wieder die Diskussion vom Ende und der Zukunft und ich habe quasi hier in der Vorlesung ein paar Enden schon bekannt so gemacht. Okay. Also es ist halt so, dass zum Beispiel ein Ende in Berlin war ja für die Hardliner 2003 Street Art schon vorbei, weil das war dann die erste Ausstellung mit Adrian Nabi in Bethanien, also die Backjumps. Und damit war das Real Street Art nämlich over. Die andere Zäsur wird ja von Raphael Schachter um 2008 angesetzt und alles, was danach ist, ist nur noch Wiederholung und überflüssig oder was anderes. Und was ist jetzt eigentlich? Hast du dazu eine Meinung oder eine Einschätzung? Also das interessiert mich einfach noch. Also ich bin in diesem Diskurs, ich bin in dem nicht so drin, Ende der Street Art, und habe mich da auch nie so wirklich eingelesen, weil ich finde das schwierig zu datieren. Jeder meint irgendwie, dass das neue Ende der Street Art ausmachen zu können, deshalb bin ich darin nicht so firm. Ich kann vielleicht so viel dazu sagen, für mich war das Ende der Street Art ein bisschen, nachdem ich dieses Buch abgeschlossen hatte. Weil, also am Anfang, man ist natürlich permanent bei der Recherche und kann das nicht dann von einer Sekunde auf die andere abstellen. Das war so ein langsamer Auslaufprozess, aber ich muss sagen, dass dann nach einer Zeit ich mich angefangen habe, mehr für Graffiti zu interessieren. Das ist natürlich eine persönliche Zensur vielleicht, aber was jetzt die Street Art angeht, ob das jetzt Wiederholung ist oder nicht, ich weiß nicht, ob das die relevante Fragestellung ist. Also für mich wäre vielleicht die relevantere Fragestellung,
Was kann noch kommen oder wie können Innovationen entstehen? Oder was sind auch vielleicht relevante Medien, die mit einbezogen werden? Also so dieses, ist es jetzt zu Ende oder nicht, finde ich nicht zwingend die relevanteste Fragestellung. Ja. Es ist für eine Kunsthistorikerin natürlich einer unserer Hobbys sozusagen. Ja. Also genau, und sie muss halt auch vermitteln. Herr Gera. Sorry. Ja, also die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, wo geht es mit der Street Art hin? Aber es gibt im Bereich der, ich sage mal, physischen oder auch digitalen, klassischen Kunst, die man in Museen bewundern kann, ja seit kurzer Zeit eine Tendenz, dass man solche Kunstwerke nur noch digital produziert und über eine Blockchain an einen interessierten Käufer verkauft oder versteigert, der dann das alleinige Zugriffsrecht auf dieses Werk hat. Ich meine, das wäre ja irgendwie ein trauriges Ende, was die Street Art ja. Wenn sie in den sozialen Medien sich weiter ausdehnt und sich dann auch solcher Techniken bedienen würde. Aber das ist mir so eine, ging mir gerade so mehr zufällig durch den Kopf. Ja, ist aber auch eine interessante, das sind die NFTs. Ne? Genau. Ja. Und Katja, planst du darüber die nächste Forschungsarbeit? Nee, wenn, dann habe ich andere Pläne. Aber ich, also das ist natürlich interessant, ein interessanter Aspekt, den man sich auch mal anschauen könnte, aber ich glaube, also die Ursprungsidee der Street Art hat ja nichts mit Besitz zu tun oder sich nach Hause holen, sondern das ist eigentlich eine Kunst, die frei zugänglich im öffentlichen Raum mehr oder weniger für alle da sein sollte. Deshalb glaube ich, das wäre nicht unbedingt der wünschenswerte Weg. Ja, noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, eine hätte ich noch, bitte. Ja, bitte. Und zwar, es ist die Kunst, also ich bin ja noch nicht so firm in diesen ganzen Kunstdingern, aber es ist, die Künstler haben sich ja, also die Maler, zu so Kreisen oder zu so Vereinigungen oder zu, weiß ich nicht, so, ja, so Kreisen zusammengeschlossen. Gibt es das, da heißt sie mehr, der ist aus diesem Kreis und aus jenem Kreis und die haben diese Schule miteinander gemacht. Gibt es so einen Zusammenschluss, so ein Ineinander, wo man sich beruft, bei den Streetart-Künstlern auch, oder sind es eher durch die Bank lauter Solisten? Also es gibt keine Künstlerkreise in dem Sinn. Natürlich gibt es immer wieder Treffpunkte, also gerade Festivals oder irgendwelche Veranstaltungen sind natürlich immer gern gesehene Events, wo man sich auch trifft, wo man auch mal zusammen malt oder sonst miteinander unterwegs ist, aber jetzt nichts in dem Sinn, dass man von einer Künstlergruppe im klassischen Sinn sprechen könnte. Es gibt natürlich im Graffiti diese Crews, heißen die. Das sind dann eher Zusammenschlüsse, wo man dann auch denselben Namen sprüht. Das geht vielleicht eher in diese Richtung, aber bei Street Art Künstler würde ich nicht davon sprechen. Das ist da ist jeder Individualist. Ja, es gibt natürlich schon Künstlerkollektive oder kleinere Gruppen, aber das ist eher die Seltenheit. Und wenn man zusammen unterwegs ist, es gehen immer mal wieder irgendwie 3-4 Leute zusammen los nachts. Jeder hat seine eigenen Sachen dabei und wenn man möchte, klebt man sich an dieselbe Stelle und wenn nicht, dann nicht. Also eher solche sozusagen Dynamiken. Eher so spontan entscheiden. Aber ich sehe gerade, dass der Künstler selbst sich meldet. Ja. Danke. Ja, diesbezüglich, hört er mich gut? Ja, wir hören dich sehr gut, wir sehen dich nur nicht. Ja, mit Absicht. Kann mich mal sehen. Aber nächste Woche. Ja, also ich würde diesbezüglich sagen, es gibt definitiv Kreise und Künstlergruppen. Die gibt es definitiv international organisierte und auch regional organisierte Gruppen. Und es gab zum Beispiel auch schon 2003, 2004 in Berlin Gruppen, die zum Beispiel Fuck Your Crew
bewusst reagiert, bewusst auf andere reagiert haben und immer mit demselben Thema gearbeitet haben und eigentlich so ein Spiel mit der Öffentlichkeit gemacht haben, mit ihren Plakaten und sich trotzdem im Atelier gemeinsam getroffen haben und gemeinsam neue Plakate entworfen haben. Nach außen sah das so aus, als wären es verschiedene Gruppen, die irgendwas gegeneinander, miteinander, wie auch immer spielen. Im Realen war es so, dass die Leute sich wirklich getroffen haben. Und ähnlich ist es auch, ja, natürlich im Graffiti-Kontext, aber da gibt es auch sehr lose Organisationsgeschichten. Eine der bekanntesten ist ja beispielsweise OneUp. OneUp besteht ja aus mehreren Personen aus vielen Städten, die relativ lose organisiert sind. Wenn sie sich dann zusammentreffen, zusammen raufen, dann machen sie mal unter diesem großen Überschrift OneUp was. Ansonsten machen sie ansonsten einzeln ihre Einzelgeschichten, die sowohl auch im Street-Art-Kontext sein können, als auch im Graffiti-Kontext. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Gruppen. Die eigentliche Frage ist, wie viel lassen diese Gruppen von sich raus? Ja, also wie viel bringen die jetzt wirklich in die Öffentlichkeit, dass Leute mitkriegen, aha, die arbeiten zusammen oder die arbeiten zusammen. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wer illegal arbeitet, möchte ja nicht der Polizei gleich die ganzen Informationen zuspielen. Ja, und ich glaube, was da auch interessant ist, ist halt diese Reaktion dann und das Nutzen von Social Media. Weil auch wenn die gerade der lose Kontakt oder wenn die sich nicht kennen, aber die Arbeit der anderen kennen, dann wird ja auch gedisst und geliked. Ne? Nicht nur auf der Straße, sondern auch in den sozialen Medien. Das auf jeden Fall. Aber ich wollte einfach nur sagen, es gibt wirklich diese Künstlergruppierung, wie es auch früher sowas gab. Also was weiß ich, der Blaue Reiter und so weiter. Also es gibt es definitiv und es gibt auch Grüppchen, die im Hintergrund über Jahre hinweg immer wieder Sachen zusammen machen. Ja. Würde ich definitiv sagen, dass es das gibt. Auch heutzutage noch, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar mehr als früher, weil vieles, also ich merke da auch, dass sich viele aus diesem Internet-Kontext zurückziehen und lieber wirklich sich real wieder treffen und real zusammenarbeiten. Ja, das stimmt. Aber also so ein bisschen, ich wollte dir auch da überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Street-Art-Definition zusammen. Also ich glaube, was du sagst, ist auf jeden Fall richtig, aber wenn wir jetzt so bei diesen klassischen Street-Artists, die mit Paste-Up losziehen, muss ich sagen, kenne ich jetzt niemanden, der sozusagen zu so einer Künstlergruppe gehört. Ich kenne natürlich auch nicht alle, aber so das, was du beschreibst, würde ich schon eher in einem breiter gefassten Street-Art-Begriff ansiedeln, aber das ist auch so, das ist eine Definition. Also aus Berlin, vielleicht ist es punktuell und kommt zusammen und trennt sich dann wieder. Also in Berlin gab es eben Club 7, die sehr erfolgreich waren. Und du hast ja selber Various and Good gezeigt, die sind ein Paar geworden. Die Street-Art-Romanze. Aber, liebe Leute, es ist super spannend. Es war ganz toll, aber es ist schon fast 4 Uhr. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Katja Glaser und auch für die Teilnahme, Diskussion eben gerade. Und in unserer Vorlesung geht es eben nächste Woche mit dem Jens Becker weiter, den Sie eben schon gehört haben. Und der Jens hat sich vorgenommen, mit dem Fahrrad nach Linz zu kommen. Und ich hoffe, dass das auch wirklich klappt. Also wir sind gespannt und in meiner Vision sitzen wir dann im Garten, essen Pizza, trinken Bier. Aber mal gucken. Okay, alles klar. Ne? Vielen Dank.